Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Zeitenwende. Mein Name ist Marco Fröhlicke. Ich bin Personalberater und Executive Coach und ich komme gerade aus Stuttgart von meinem Freund Philipp Hopf. Philipp ist CEO der HKC Management und selber Betreiber eines sehr erfolgreichen YouTube-Channels. Und wir haben uns über die deutsche Wirtschaft und das Thema Political Correctness in Deutschland unterhalten. Es war ein sehr, sehr spannendes und inspirierendes Gespräch, wie ich finde. Wenn ihr das ähnlich seht, Freude habt an dem Video, dann würde ich mich über ein Like freuen. Lasst auf dem Kanal auch gerne ein Abo da und nutzt die Kommentarspalte für eure Gedanken und Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal Zeitenwende. Mein Name ist Marco Fröhlicke. Ich habe heute die Ehre, mit Philipp Hopf zu sprechen. Philipp, vielen Dank für die Einladung. Sei doch vielleicht so nett und erzähl unseren Zuschauern zwei, drei Sätze zu dir, was du so tust und was du so machst. Ja, erstmal danke für die Einladung, Marco. Wir sind heute hier in Stuttgart, werden auch später, da wir uns ja schon länger kennen, auch befreundet sind, ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Ich unterstütze das auch ganz klar. Deswegen kann ich auch hier ganz klar sagen, schaut euch die Videos an. Da kommen noch viele andere spannende Gäste, die mit dir über Themen reden werden. Ja, mein Name ist Philipp Hopf. Ich bin Geschäftsführer und Mitbegründer der HKCM. Wir sind das größte Elliott-Wave-Analysehaus im deutschsprachigen Raum. Das heißt, wir machen, simpel ausgedrückt, Marktanalyse für Anleger, um deren Entscheidungsfindung zu verbessern. Also soll ich in diese Aktie einsteigen oder nicht? Soll ich aussteigen, nachkaufen? Wo positioniere ich mich? Wo sind opportune Zeitpunkte, als auch in Kurs zu sehen, um Handelsentscheidungen zu treffen? Und das machen wir im Endeffekt für Aktien, Kryptos, Edelmetalle, Rohstoffe wie Öl und Gas und noch weitere Werte aus dem Agrarsektor beispielsweise. Darüber hinaus betreibst du ja noch einen YouTube-Channel, der sehr erfolgreich auch ist mit jetzt, was haben wir, über 190.000 Abonnenten, glaube ich, alles richtig in Erinnerung habe. Und da bist du ja auch bekannt für klare Worte und auch durchaus kontroverse Punkte, die du da einnimmst. Das ist auch gleichzeitig eine kleine Überleitung über das Thema, worüber wir heute auch sprechen wollen, unter anderem. Ich bin als Personalberater ja häufig unterwegs und spreche auch mit CEOs, Vorständen oder Verantwortlichen von Unternehmen, mittelständischen Unternehmen vorrangig. Und da ist so mein Eindruck, der Kamm schwillt so langsam, der Panikmodus setzt an der einen oder anderen Stelle ein. Es sind Unternehmen dabei, die wirklich auch im Automotive- oder im Zuliefererbereich eben da wirklich tätig sind, große Probleme haben. Was viele jetzt so langsam eint, ist, dass die Stimmungslage schlechter wird. Nachvollziehbar aus deiner Sicht? Ja, also nachvollziehbar durchaus. Also die Stimmungslage ist auch bei uns mit Blick auf gesellschaftspolitische Themen durchaus negativ. Ja. Mir gefällt es nicht, was hier passiert. Ich kann mich immer weniger damit identifizieren, für was dieses Land steht. Ob das jetzt im Geschäftlichen so ist, ja, da musste das wohl erstmal passieren bei vielen, damit die überhaupt mal in die Gänge kommen, weil bei vielen scheint schon gar nichts, lange gar nichts mehr anzuschwillen. Und jetzt erst, wo das Schiff am Sinken ist, jetzt fangen sie mal langsam an, ihren Mund aufzumachen. Ja, das ja. Kenne ich nicht anders, das schon von Anfang an zu machen. Also meine Wahrnehmung ist so ein bisschen, dass wir auch viele Themen so im Rahmen von Political Correctness auch in den letzten Jahren nicht wirklich klar genug benannt haben und auch artikuliert haben. Ja, das mag unterschiedliche Motive dazu geben. Das hat aber letzten Endes, so ist es aus meiner Meinung jedenfalls, schon einen gewissen Impact auch auf eine Gesellschaft. Wie nimmst du das wahr? Was macht das mit unserer Gesellschaft, wenn wir uns nicht mehr vielleicht getrauen, weil es im Medienkorridor sehr, sehr eng zugeht, was so das akzeptierte Meinungsspektrum ist da draußen? Was macht das mit einer Gesellschaft? Also da gibt es ein sehr gutes Zitat zum Thema Political Correctness, und zwar ist das von Charlton Heston. Ich weiß nicht, du kennst den sicher noch, das ist so ein alter Hollywood-Recke gewesen, der hatte Ben Hur beispielsweise auch gespielt, und der ist ganz bekannt gewesen, weil er für die National Rifle Association, also die US-Waffen, es ist nicht die Lobby, es ist auf jeden Fall der größte Waffenclub der USA, ja, und der hatte mal so ein Gewehr in die Hand gestreckt, wo sie es ihm staatlicher Seite wegnehmen wollten, und hatte gesagt, from my cold dead hands, also wenn ihr mir meine Waffen wegnehmen wollt, dann nur aus meiner kalten, toten Hand. Und Charlton Heston hat gesagt, dass das Zitat im Englischen, political correctness is tyranny with manners, also politische Korrektheit ist Tyrannei mit Benimm, also in einer höflichen, vornehmen Form.
Und genau das ist es. Es ist eine Form der Tyrannei, indem ich Menschen den Meinungskorridor, wie du schon ganz richtig gesagt hast, immer weiter einenge, dass es wahrscheinlich ein Kind bei der Geburt noch einfacher rauszukommen hat, als die Arten der Expression, die wir Menschen haben. Ja? Wir haben das Gefühl, immer vorsichtiger sein zu müssen, was wir sagen, um eben nicht anzuecken und weil eben auch durch diesen Meinungskorridor, das ist ja ganz bewusst so gewählt, man sagt zwar immer, jeder kann sagen, was er will, aber wenn du es tust, dann hat das natürlich gewisse Konsequenzen, die es nach sich zieht. Sollte aber in einem Umfeld der Meinungsfreiheit eben nicht direkte Konsequenzen haben, wenn du einfach nur frei deine Meinung äußerst. Und das führt eben zu in die Gesellschaft, aber auch in die Wirtschaft hinein zu vielen Nachteilen für eine Industrienation. Ja, absolut. Sehe ich auch so. Und die Nachteile, die liegen auf der Hand. Meines Erachtens haben wir ja hier schon sozialistische Tendenzen, die wir ganz klar wahrnehmen können, nicht nur in Deutschland, ich denke, das gilt auch in anderen europäischen Ländern, ist das so. Die Frage, die sich daraus natürlich stellt, ist, was kann in so einem Klima gedeihen, ja, wenn wir einfach uns nicht trauen, neue Wege zu gehen, die ausgetrampelten Pfade zu verlassen. Was macht das mit Innovation? Was macht das mit dem auch Anlocken von wirklich hochqualifizierten Fachkräften? Haben die Lust, in so ein Klima zu gehen? Wie siehst du das? Also, wenn wir den Worten und Äußerungen aus der Politik folgen, dann haben wir unglaublich viele Fachkräfte hier hinzubekommen. Ja. Ob die hochqualifiziert sind, das soll jeder mal für sich selber bewerten. Auf jeden Fall haben wir viele Fachkräfte. Komisch, dass jeder händeringend danach sucht natürlich. Richtig, gleichzeitig wird nach Fachkräften gesucht, obwohl die Straßen voll sind und es jeden Tag um Hunderte mehr werden. Aber laut unserer Politik haben wir sehr viele Fachkräfte, die wichtig sind für dieses Land. Was passiert mit dem Land? Was passiert mit einer Wirtschaft, wenn sie vorsichtig ist, wenn sie Angst hat, sich frei äußern zu dürfen? Grundsätzlich würde ich sagen, dass Erfindungen, das freies Denken immer auch mit einem gewissen Risiko daherkommt, also mit über die Grenzen denken, auch mal querdenken, um zu diesem Verbrüllen. Was früher mal ein positiv belegter Begriff war, ja. Ist immer noch für mich ein positiv belegter Begriff. Für Leute vielleicht, die sich haben indoktrinieren lassen, ist es nicht mehr so. Aber quer zu denken bedeutet nicht mit der Masse mitzulaufen. Ja. Und wenn wir auch da wieder in die Geschichte schauen oder in die Literatur. Gustave Le Bon hat schon gesagt, die Masse hat niemals recht. Ja, so ist es oftmals. Man muss quer denken, also um Innovationen hervorzutreiben, um out of the box, um einen englischen Begriff zu nutzen. Und das wird eben verhindert, wenn ich einen Teil meiner Energie erstmal damit aufbringen muss, mir Gedanken zu machen, ob das, was ich sagen möchte, das, was ich denken möchte, überhaupt aktuell ins Meinungsbild reinpasst oder nicht. Das verhindert vieles, weil ein Künstler beispielsweise, damit der sich ausleben kann auf der Leinwand oder in einer anderen Form, wie er seine Kunst auslebt, da muss der frei sein von Gedanken, ja. Und der darf sich nicht um Gedanken machen, ob das jetzt korrekt ist, ob das vielleicht entartete Kunst ist oder nicht, wie wir es in Zeiten des Nationalsozialismus haben, wie wir es jetzt auch wieder haben. Ist das angebracht, sowas? Ist das noch durch die Kunstfreiheit gedeckt? Das sind ja Fragen, die jetzt wieder aufkommen. Das sind eigentlich Fragen, mit denen man sich in der DDR, mit denen man sich im Nationalsozialismus viel beschäftigt hat. Kann man das noch sagen? Na, solche Sätze auch. Das sollte an sich alles mit freier Meinungsäußerung gedeckt sein. Man tut auch immer noch so, als wäre das so, aber gleichzeitig lässt man Menschen Ausgrenzung spüren, wenn sie es dann tun. Ja. Und das führt immer dazu, dass man in die Defensive geht. Und wenn man gleichzeitig Innovator sein möchte, dann muss es das Gegenteil sein, der Defensive. Dann muss ich nach vorne gehen, dann muss ich provokant sein. Ja. Und Political Correctness ist das Gegenteil von provokant. Ja. Und verschiedene politische Systeme zeigen ja auch, dass eben nicht unbedingt Wirtschaftswachstum und Innovation auf solch einem Nährboden dann gedeihen am Ende des Tages, sondern dass es meistens ein langer, qualvoller Tod ist, ein Siechtum auf Raten. Das lässt mich wieder diesen Bogen spannen zu den Unternehmen oder Unternehmern und vielen Mittelständlern. Haben die sich auch ein Stück weit dazu einfach gemacht, die bitteren Kröten zu schlucken, die eine nach der anderen, und werden jetzt so ein bisschen nach dem Motto, die Revolution frisst ihre Kinder, letztendlich auch überrannt von den Entwicklungen. Sie merken einfach, okay, auf der Lieferantenseite gibt es Schwierigkeiten, die Absatzmärkte sind zum Teil sehr politisch geworden. Gleichzeitig haben wir die hohen Energiepreise und so weiter. Der Bumerang kommt ja jetzt irgendwie schon mit voller Wucht zurück.
der kommt mit voller Wucht zurück. Und auch da, ich kann das immer nur aus meiner Warte betrachten, wir sind diesen Weg eben nie gegangen. Ja, gut, vielleicht muss man das auch sagen, wir sind nicht lieferantenabhängig. Ich bin nicht in einem System drin. Die HKCM hat noch nie Kredite aufgenommen. Wir sind nicht bankenabhängig. Ich muss nicht. Braucht gar ein tolles Rating oder so. Ich brauche eben so. Natürlich von meinen Kunden bin ich gerne gut bewertet, aber ich bin nicht abhängig, was Geldströme angeht. Und genau da liegt ja der Hund begraben. Diese ganzen Systeme funktionieren immer durch Liquiditätsgabe oder Liquiditätsentzug. Mhm. Ja? Wenn ich also beispielsweise jetzt in Zukunft, BlackRock hat das erst ganz offen geäußert, dass sie in Zukunft erziehen will. Menschen müssen erzogen werden, Gesellschaften müssen erzogen werden. Das hatte Larry Fink auf einer großen Konferenz ganz offen so gesagt, ja, dieses Video ist frei erhältlich. Und er sagte, wenn wir die Menschen erziehen, was wir machen müssen, dann machen wir das durch die Geldströme. Das heißt, wenn du dich korrekt verhältst, wenn du also 54% der Neueinstellungen Frauen sind oder aus einer Minderheit kommen oder LGBTQ oder, und dann gibt es dann einen gesamten Leitfaden, dann geben wir dir Geld. Wenn du das aber nicht tust, dann entziehen wir dir Liquidität. So, und das ist mit Sicherheit auch ein Grund, um da mal fair zu sein, warum viele Vorstände, Chefetagen aus großen Firmen scheinbar alle das schweigend hingenommen haben, weil es natürlich auch, es war oftmals ihr Kopf, den sie haben in Gefahr gesehen, der sonst gerollt wäre, wenn sie sich da vielleicht zu sehr auflehnen, hat natürlich am Ende dazu geführt, dass wir jetzt in diesen Zuständen sind, wo es dann irgendwann sich anfühlt, als wäre es unerträglich. Und jetzt fängt man so langsam an zu reden. Gut, jetzt haben wir natürlich auf der einen Seite Geschäftsführer und CEOs, die angestellt oder bestellt sind auf Zeit, denen aber das Unternehmen nicht gehört im gesellschaftsrechtlichen Sinne. Und dann haben wir die Unternehmer, die Inhaber von klassischen mittelständischen Unternehmen. Ja. Bei der ersten Kategorie würde ich das ja auch noch verstehen, was du gerade ausgeführt hast. Die haben sich ein bisschen weggeduckt, die wollen durch, die wollen ihren Boni haben. Aber der Inhabergeführte Unternehmen, der Gründer oder die Nachfolgegeneration, die haben doch normalerweise ein sehr, sehr starkes Interesse daran, dass ihr Unternehmen auf Generationen hin gut ausgerichtet wird. Die müssten doch eigentlich diese Standpunkte sehr viel deutlicher und klarer vertreten, oder irre ich mich da? Wie siehst du das? Nee, absolut. Müssten sie eigentlich, aber viele von denen sind eben auch Konformisten. Ja? Die sind angepasst und gerade sehr viel gebildete Menschen. Und Bildung und Intelligenz sind ja zwei Paar Schuhe, das hat der Markus Krall auch mal ganz klar gesagt. Ja, es gibt viele Bildungsidioten. Es gibt sehr, sehr viele Bildungsidioten in diesem Land. Ja, und das sind oftmals Leute, die kommen aus den Top-Unis, die sind den Weg gegangen, die haben ihre Firma aufgebaut, die haben hunderte oder tausende Mitarbeiter, die haben viele Millionen auf dem Konto. Aber wenn es wirklich darum geht, diese Werte, die unsere Großeltern mal hatten, die aus der Zeit der völligen Zerstörung, Kriegsende damals, Land in Ruinen gewesen, übrigens selber wieder aufgebaut, nicht geflohen ins Ausland, sondern selber wieder aufgebaut. Ja. Wenn man das anschaut, da ist da wenig übrig irgendwie. Ja. Das ist die zweite oder dritte Generation jetzt eben und wir wissen ja, wie es ist mit den Generationenwechseln und diese Leute müssten sich äußern, sie machen es jetzt auch mehr. Nehmen wir als Beispiel Wolfgang Krupp. Ja. Von Trigema, wenn ich mir anschaue, den durfte ich ja auch schon interviewen, wenn ich mir anschaue, wie der noch vor ein, zwei Jahren gesprochen hat und jetzt, dann ist da eine, man kann schon von einer großer Radikalisierung, ja, weil das Wasser steht genau hier bis zur unteren Kinnlade, ja. Und jetzt ist natürlich, jetzt müssen wir mal, jetzt ist nicht mehr Political Correctness angesagt. Ja, und dann wundern sie sich alle bloß, was sind das jetzt für krasse Aussagen? Ja, klar, diese Aussagen hat er vorher auch schon gedacht, er hat sie bloß nicht ausgesprochen. Und jetzt fangen die Leute an, es auszusprechen. Ob das noch reicht, ob es noch die Möglichkeit gibt zur großen Umkehr? Ja, Markus Krall beispielsweise hat ja mal den Spruch getätigt, das empfindlichste Organ der Deutschen ist das Portemonnaie. Mhm. Ich glaube, da ist was dran. So eine Umkehr in der Denkweise und in den Verhaltensweisen, die finden ja auch häufig dann statt, wenn man den Gürtel deutlich enger schnallen muss und es einem wirtschaftlich nicht immer so gut geht. Wir befassen uns ja mit Themen, die erinnern mich persönlich. Ich glaube, du hast das auch mal thematisiert in einem deiner Videos, so ein bisschen an diese spätrömische Dekadenz, mit was wir uns hier noch so befassen. Ist das der Weg, raus aus dem Dilemma, erst durch die Katharsis zu müssen? Was glaubst du? Gut möglich, dass es das wirklich ist. Wenn wir uns
das bei der Kindererziehung einfach mal anschauen. Ja? Und wir gehen jetzt nicht von der anti-autoritären Erziehung, wie sie heute gelebt wird, sondern zu einer, wie es früher eben Usus war, dass das Kind durch Erfahrungen, eigene Erfahrungen selber lernt. Also es muss erstmal mit dem Finger in die Flamme greifen, um dann zu spüren, was das bedeutet. Und dann lernt es daraus. Nicht, dass man ihm die ganze Zeit sagt, fasse nicht in die Flamme, sondern man lässt es in die Flamme greifen und dann lernt es daraus. Und das sind wirkliche eingeprägte Erfahrungen, die es dann hat. Und man kann unsere Bevölkerung in Teilen als sehr kindlich beschreiben in der Verhaltensweise, wie sie mit Krisen umgeht. Schauen wir nur Aufarbeitung jetzt der Corona-Krise. Da will ja welche meinst du? Meistens sind die den Karren in den Dreck ziehen, nicht die, die ihn wieder rausholen. Mhm. Was mich zu einem nächsten Thema überleiten lässt, viele dieser Unternehmer, mit denen ich so zu tun habe, die hatten auch, da ist glaube ich ein sehr, sehr hoher Anteil FDP-Wähler. Das ist ja auch so klassischerweise die Gutverdienerpartei in Deutschland gewesen, die Selbstständigen, die Architekten, die Ärzte, die Unternehmer, das war ja so ein typisches FDP-Klientel. Die fühlen sich meines Erachtens so ein bisschen verraten und verkauft. Kannst du das nachvollziehen? Durch die Bank weg. Also ich habe diese Partei nicht gewählt und ich bin selber Unternehmer. Oftmals ist eben das, was auf einer Verpackung draufsteht, nicht das, was innen drin ist. Ja? So wie bei den Grünen ja auch nur die Verpackung grün ist. Wenn man reinschaut, ist es rot, tief sozialistisch. Man kann es sogar sagen kommunistisch. Ja? Da muss ich eben nur einmal hinter die Fassade schauen. So ist eben das, was uns gesagt wird, nicht das, was es ist. Ja? Es so wird die eine Partei als solches, die andere nur als rechtsradikal beschrieben und meistens von den Leuten, die dann die Dinge durchziehen und die Dinge durchdrücken, die sie dem politischen Gegner vorwerfen. Ja? Das ist eine alte Taktik, die sehr gut funktioniert. Wenn ich lüge, dann bezichtige ich dich als Lügner und lüge den anderen Leuten selbst ein. Ja? Aber als allererstes ist das Scheinwerferlicht auf dich. Alle denken, du bist der Lügner und währenddessen mache ich das Ganze. Ja. Wenn es einmal auch öffentlich ausgesprochen ist, dann steht es auch erstmal im Raum und bleibt natürlich an dir haften. So ist es, genau. Und gewisse Dinge werden einfach oft wiederholt. Es war Josef Goebbels, der gesagt hat, eine Lüge tausendmal erzählt wird zur Wahrheit. Ja? Ja. Und so ist es auch. Wenn ich jeden Tag, und das über Generationen, was mit diesem Land auch gemacht wurde, jeden Tag den Menschen eine ewige Schuld einbläue und sie immer mit gebücktem Haupt durch die Gegend laufen lasse, dann bekomme ich eine Widerstandslosigkeit. Ja? Dann kann ich Dinge machen mit diesem Land, wie wir es in 2015 gesehen haben, wo plötzlich sämtliche Regelungen außer Kraft getreten worden sind, die vorher immer ganz präzise eingehalten worden sind, wo es plötzlich hieß, wir müssen jetzt nicht mehr nach, denkt nicht mehr nach, einfach nur noch helfen, egal wie viele Leute, egal ob die ihren Pass wegschmeißen oder nicht, einfach nur noch helfen jetzt, nicht nach vorne schauen, nichts betrachten, machen, jetzt alles schnell. Und das funktioniert nur, wenn ich jegliche Widerstandsfähigkeit entfernt habe. Ja? Und dann ein Hammer nach dem anderen. Ich denke auch, dass ein Punkt, der nicht nur in der Industrie, auch bei den Menschen, es ist so viel, die wissen gar nicht mehr, was heute, gestern war noch das, dann haben wir Überschwemmungen im Ahrtal, ja, auch da nicht vergessen, was haben damals die Niederländer gemacht, die Belgier, die haben ganze Dörfer evakuieren lassen, was haben die Deutschen gemacht? Nichts. Hm. Was ist die Aufarbeitung? Nichts. Und das sind so viele Dinge, wenn man da mal die Timeline durchgeht, die Leute wissen gar nicht mehr, wo von links, von rechts, woher kommt die nächste Katastrophe her, und das betäubt sie, glaube ich, auch zu einem gewissen Maß. Ja, nochmal vielleicht vom Politischen aufs Wirtschaftliche umgeschwenkt, wenn du jetzt hier was zu sagen hättest, du wärst jetzt der König von Deutschland, nur mal rein es gibt hypothetisch. Doch einige Könige von Deutschland aktuell, glaube ich, ne? Tatsächlich, ja. Ja. Aber mal angenommen, du wärst es, wir sind jetzt bei Wünsch dir was, du könntest hier die Geschicke dieses Landes eigenverantwortlich in die Wege leiten. Was braucht es, damit wir wieder, und zwar wirklich im ökonomischen Sinne, was natürlich gleichzeitig auch einen Impact auf die Gesellschaft dann hat, erfolgreich werden? Also da gibt es gewisse Dinge, die würde ich so nicht aussprechen, und dann gewisse Dinge, die ich aussprechen würde, was es ökonomisch bräuchte, definitiv sofortige Steuersenkungen, ja, sofortige Belastungssenkungen aus dem Sozialsystem, nicht nur das Sozialsystem der Welt sein, sondern Leistung vergüten, ja, uns wieder zu einer Leistungsgesellschaft machen. Und da sind wir wieder beim Erziehen. Das mache ich dadurch, indem Leute merken, dass wenn ich leiste, dann bekomme ich auch etwas. Ja? Dann bekomme ich entweder Belastungen weg von meiner Schulter, es fällt mir von meiner
Schulter ab oder ich bekomme etwas hinzu. Ich würde die Steuern mindestens halbieren für jeden in diesem Land. Nicht nur die untersten, nicht nur die höchsten. Auch da, ich halte nichts von diesem, wir müssen die Reichen besteuern, was ja sowieso eine Lüge ist, was am Ende nicht gemacht wird. Das wissen wir auch alle. Es ist nachher der Mittelstand, der wirklich die höchsten Steuern bezahlt. Die wirklich Reichen zahlen überhaupt nicht die höchsten. Also Steuerlast senken, das wäre das Erste. Ich würde sofort wieder diesen unglaublichen, diesen geisteskranken Zustand auf Flatterstrom zu setzen in einer Industrienation, die höchsten Energiekosten der Welt zu haben. Ja. Es gibt in der Geschichte der Menschheit kein zweites Beispiel, wo eine Industrienation gleichzeitig Industrienation bleibt, während sie die höchsten Energiekosten der Welt hat. Das ist geisteskrank, das ist Wahnsinn, das ist rein ideologiegetrieben. Und ich würde sofort wieder sagen, dass wir durch Kohle, dass wir durch Atomkraft Strom produzieren, dass wir wieder versuchen, gute Beziehungen mit unseren Nachbarländern, die uns mit lebenswichtigen Energieformen wie beispielsweise Gas versorgen, dass wir wieder gute Beziehungen mit denen führen, dass wir nicht in den Konflikt mit allen gehen. Ich würde persönlich Waffenlieferungen, wie es doch die Grünen eigentlich immer gesagt haben, keine Waffenlieferungen an Konfliktparteien. Ja. Ich würde mal was ganz Verrücktes machen. Ich würde mich an Wahlversprechungen halten. Ja, und ich würde wirklich schauen, dass man auf sich selbst schaut, wie Donald Trump gesagt hat, America first. Er ist der Erste, der es ausgesprochen hat. Alle anderen Präsidenten haben es davor schon getan. Er hat es dann halt auch nur noch gesagt. Und ich würde auch mal wieder auf ein Germany first gehen. Auch für viele ein unglaublicher Gedanke. Wie kann man sich nicht aufopfern, während man alles für die anderen tut und nichts für sich selbst? Umgekehrt sollte man es tun. Man sollte auf sich selbst schauen, dass unsere Infrastruktur, unser Bildungssystem wieder läuft, unsere Wirtschaft wieder läuft. Dann könnte man, und das würde auch Zeit brauchen und viele, viele Mühen, dann könnte man versuchen, diesen Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen. Lass uns doch mal die Brücke schlagen. Du hast es gerade gesagt, was du machen würdest, wenn du in der Politik Verantwortung tragen würdest. Du trägst ja Verantwortung für dein Unternehmen, für HKCM. Mit jetzt inzwischen, wie viel sind es? Knapp über 30 Mitarbeitern, glaube ich. Ich glaube 31, ja. Wie führst du dein Unternehmen als CEO? Was macht euer Unternehmen erfolgreich? Was ist da der Mindset, dass es bei euch vorwärts geht? Diese Frage haben wir uns selbst erst gestellt. Als wir treffen uns immer wieder als ganze Firma und machen Workshops quasi und stellen uns auch die Frage, was macht uns erfolgreich? Was sind wir? Was repräsentieren wir? Ich würde sagen, das allererste, was mir einfällt, ist, wir sind sehr unangepasst. Alle Mitarbeiter sind null Konformisten. Ja. Wir suchen auch keine Konformisten. Ich will niemanden Angepasstes. Wir sind ganz unterschiedliche Leute, unterschiedliche politische Ausrichtungen, unterschiedliche Denkweisen, unterschiedliches Aussehen. Alles ist unterschiedlich. Ja. Das ist ja eigentlich die richtige Form von divers, die ich mir wünschen würde. Nicht die man in unseren Straßen sieht, sondern freies Denken. Ja. Das sollte divers sein. Unterschiedliche Strömungen. Jeder darf auch gerne eine unterschiedliche politische Ansicht haben. Aber im Kern hat man ein gleiches Wertekorsett, das man sich mit sich trägt. Und das ist beispielsweise, wir wollen vorankommen. Wir wollen hier nicht uns selber lähmen, mit einem Arm und einem Bein hinkend durch die Gegend laufen, spürbar von der Last, die der Staat auf uns legt, sondern wir wollen frei agieren, wir wollen schnell sein, wir wollen auf Kundenwünsche reagieren können. Und das machen wir unabhängig von dem, was der Staat macht. Also beispielsweise aus der ganzen Corona-Pandemie rauskommend, haben viele den Kopf in den Sand gesteckt und haben gesagt, jetzt erstmal abwarten, keine Investitionen tätigen. Wir machen jetzt hier erstmal langsam. Wir haben unseren Umsatz in den letzten drei Jahren vervierfacht. Wir haben Mitarbeiter, ich glaube, wir waren damals noch 5 Personen oder so. Ja. Also wir haben massiv aufgestockt, weil wir gesagt haben, in diesem Zeitpunkt jetzt, wo alle anderen vorsichtig sind, wo sie diese Gesamtenergie dieses Landes, Vorsicht, wir werden alle untergehen, ja, wo die das in sich tragen, dann rennen wir richtig los. Ja. Mhm. Und das ist ja auch das, was ich immer sage. Ich bin überzeugt davon, auch an die ganzen Leute, die da zuschauen. Es war noch nie so einfach, in diesem Land reich und erfolgreich zu werden. Weil wenn ich ein Einäugiger unter Blinden bin und wir haben hier ein riesiges Heer an Blinden, ja, dann sehe ich schon viel, viel besser als die, die gar nichts sehen. Und wenn ich in der Lage bin, Leistung zu bringen, wenn ich beispielsweise in ein Handwerk lerne jetzt gerade, ja, und da gibt es ja wirklich einen Fachkräftemangel, ja, und mir da nicht zu schade bin und einen Meisterbrief mache, während andere nicht mal wissen, wie sie den Schraubenzieher oder den Hammer in die Hand nehmen, dann werde ich auch in Zukunft erfolgreich sein, ja, für mich selbst. So führen wir dieses Unternehmen auch. Wir sind unangepasst bis ins Extrem, kann man sagen. Ja. Vielleicht würde man das heute als extrem bezeichnen, aber wir gehen einfach unseren Weg und wir lassen uns nicht leiten, auch nicht von Leitlinien, die vom Staat kommen
ob der jetzt vorgibt, dass wir so oder so einstellen sollen. Ich stelle die besten Leute ein. Ich stelle nicht die Leute ein nach irgendeiner Quote, die mir irgendeiner, der keine Ahnung hat von dem, was er sagt, vorgeben möchte. Mir ist wichtig, dass egal ob Männlein oder Weiblein oder eines der anderen 72, 76 Geschlechter, Fabelwesen, Fuchs oder Marder, die sich bei uns bewerben, wenn die gut sind, wenn die das können, was... Wenn die gut sind, stellst du auch einen Fuchs ein. Dann stelle ich theoretisch auch einen Fuchs ein. Einen gefuchsten, einen gefuchsten. Einen alten Fuchs. Alten Fuchs, ja, richtig. Apropos alten Fuchs, was mir aufgefallen ist, du hast ja auch ein Unternehmen, was wirklich auch in der Altersbandbreite hier alles zu bieten hat. Das heißt also was ja häufig gemacht wird, so in der Personalentwicklung und so weiter, da wird ja den Generationen so Buchstaben verpasst, ne, dass ihr seid jetzt die XYZ und so weiter und versucht dann gewisse Attribute denen zuzuordnen. Wie ticken die denn so? Was machen die denn so? Sag mir doch mal, wie nimmst denn du das wahr? Gibt es das in deiner Welt, in deinem HKCM-Circuit auch? Stellst du da fest, okay, die Alten wollen eher das, die Jungen eher das oder... Oder sind alle mega Performance-driven und wollen nach vorne und sind gleichermaßen motiviert? Sag mal vielleicht dazu. Also ich würde sagen, ja, ich mache mir ich, diese Generation irgendwas, ich weiß nicht mehr, was das bedeutet. Ja. Ich kenne das Z nur als ein verbotenes Zeichen, das im Russland-Feldzug jetzt gerade irgendwie geführt wird. Das ist das einzige Mal, wo ich jetzt an Z denke. Ah, okay. Sonst keine Ahnung, was es da für unterschiedliche Generationen gibt. Für mich gibt es einen Mitarbeiter, der ist entweder fleißig, der ist gut, der macht seine Arbeit, der will weiterkommen. Und da ist mir völlig egal, ob der theoretisch noch ein 17-Jähriger ist, der gerade bei uns neu angeheuert hat oder ob er älteste Mitarbeiter, meine rechte Hand, kann man sagen, der wird jetzt bald 85 Jahre alt, ja, und ist ein absoluter High-Performer. Deswegen habe ich ihn genommen. Und ich sag mal, da bin ich ein bisschen konservativ. Ich schaue, dass wir qualifizierte Leute haben und in manchen Bereichen, beispielsweise in der IT oder was diese YouTube-Thematik angeht, Kamera und so. Es gibt sicher natürlich auch gestandene Kameramänner, aber die im Social-Media-Bereich, weil das eben eine neue Erscheinung ist, sind die öfters eben jüngere Leute. So, und wenn dann da ein guter da ist, dann nehme ich gerne bevorzugt den. Aber genauso auch gerade beispielsweise, wenn ich Berater haben möchte um mich herum, wie gerade erwähnt der Professor Schneider, der quasi neben mir sitzt am Schreibtisch, also ich teile mir einen Schreibtisch mit ihm und da will ich eine erfahrene Persönlichkeit haben und diese ganze Jugendwahn, mit dem kann ich da auch nichts anfangen. Also mir ist das, ich brauche jemanden, der viele Jahrzehnte Erfahrungen mit sich bringt und mir aus diesem Erfahrungsschatz heraus dienen kann und mir Dinge geben kann, die ich nicht habe. Ich werde jetzt 39. Ich kann nicht über viele Jahrzehnte Erfahrungsschatz im Geschäftsbereich verfügen und deswegen hole ich mir Leute, die es können. Ja, verstehe ich. Finde ich auch einen guten Ansatz. Nochmal eine kurze Frage, ein ganz anderes Thema, beziehungsweise hängt schon damit auch zusammen. Viele, die blicken mit Argusaugen auf das Thema KI, ist ja im Moment in aller Munde. Ihr habt ja auch ein paar KI-Aktien in eurer Analyse. Was wir, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig alle einschätzen können, ist, wie stark ist der Gamechanger? Wie stark verändert sich das Spiel durch KI? Was ist deine persönliche Meinung dazu? Reden wir hier über ein völlig gehyptes Thema oder reden wir hier über eine Revolution, über die wir uns im Augenblick noch gar nicht im Ansatz klar sind? Ich würde sagen, letzteres, definitiv, ja. Hype ist eine Sache, Hype ist eben ein kurzer Trend, wie in unserer Jugend, was weiß ich, die Schlaghose oder sonst irgendwas. Oder eine neue deutsche Welle. Achso, das war ja deine noch nicht, aber meine. Ja, also das ist Hype, das kommt und geht. Man hat auch über das Internet mal gesagt, es kommt und geht. Ja. Mhm. Man kann natürlich behaupten, es würde jetzt wieder gehen, aber es ist, glaube ich, gekommen, um zu bleiben. Und künstliche Intelligenz ist in so einer Geschwindigkeit jetzt gekommen, dass wenn wir uns den Start des Internets anschauen oder des Computers, wie das dann alles gekommen ist, das ging viel langsamer. Ja, und das ging schon atemberaubend schnell, aber es ging insgesamt viel langsamer als, wir merken es selber vor ein paar Monaten noch, wirklich vor ein paar Monaten, da gab es noch kein ChatGPT. Ja? Mhm. Also auf jeden Fall nicht frei verfügbar für jedermann. Ja? Und das geht jetzt so unglaublich schnell, dass es, denke ich, der Entwicklung des Menschen auch vorausgeht. Wir hören immer wieder, dass jetzt im militärischen Bereich da Dinge rauskommen, wie dass bei einer Simulation die KI-Drohne die Person, die sie gelenkt hat, quasi angegriffen und getötet hat, in einer Simulation wohlgemerkt, ja, weil sie sich unabhängig machen wollte. Und das sind solche Sachen, vor denen ja auch gewarnt wird. Elon Musk, ja, genau, ja. Peter Thiel und weitere
die Dinge aussprechen, die können sie sich auch gleich sparen, weil die selber wissen, dass das Blödsinn ist. Man sollte mal für ein halbes, dreiviertel Jahr die Entwicklung beenden. Also das ist so ein Blödsinn, ich weiß gar nicht, die wissen selber auch, dass es in der Sekunde, wo sie es aussprechen, Blödsinn ist. Weil wir haben unterschiedliche Machtzentren weltweit, die aktuell im Krieg miteinander sind. Und die eine würde sich sofort freuen, wenn die andere sagt, ja, jetzt machen wir ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr in diesem Bereich sind wie 100 Jahre in der damaligen Entwicklungsgeschichte. Ja? 100 Jahre einfach voraus, da bist du die Rabattschuhe aus der vorletzten Saison. Ja. Und das ist eine unglaubliche Entwicklung. Auch hier wieder, man muss da, viele Leute stecken den Kopf in den Sand, Grafiker beispielsweise, Fotografen, die sagen in Zukunft, die ganzen Sets, da hast du irgendwo am Meer eine schöne Villa oder so, die im Jahr 50 Mal gebucht wird, um dort Filmsets zu machen oder Fotografien. Und jetzt ist es durch KI, der ganze Hintergrund, exakt gleich darstellbar und du bringst das kurz rein, das Bild wird da drin mit künstlichen Menschen, die auch immer besser aussehen, gemacht und man braucht das gar nicht mehr. Aber Adaption ist da immer wichtig und jetzt muss man eben in der Lage sein, sehr schnell zu adaptieren, Dienstleistungen anzubieten, die sich wiederum mit diesem Thema beschäftigen und nicht nur, oh Gott, was mache ich jetzt, ich habe bald keine Arbeit mehr. Klar, und der Gedanke, der ist ja sicherlich bei vielen Menschen sehr ausgeprägt. Ich meine, wenn wir uns das anschauen, es ist sicherlich, gehört nicht wahnsinnig viel Fantasie dazu, um zu verstehen, dass eine KI mal vielleicht den Buchhalter, den Steuerberater, den Rechtsanwalt, den Procurement Manager, den Sales Guy und den CFO überflüssig macht oder zumindest den Buchhalter und den Controller. Mhm. Wie siehst denn du das so grundsätzlich in deiner Welt? Ihr macht Chartanalyse, Elliott Wave, wie nimmst du das Thema KI genau konkret auf eure Arbeit wahr? Ist das was, was ihr auch einbindet in eure Arbeit oder gedenkt zu tun? Oder ist das auch irgendwie, das auch ein Bedrohungspotenzial für deine Welt? Wie siehst du das? Theoretisch ist alles ein Bedrohungspotenzial, aber wir beschäftigen uns sehr intensiv damit. Wir haben eigene interne KI-Workshops. Wir nutzen es auch bereits schon, beispielsweise Bildgenerierung von YouTube-Thumbnails, also gewissen Bildern. Da funktioniert das auch schon recht gut. Mhm. Auch da sieht man, das ist noch eine ganz, ganz junge Technologie, die sich zwar in atemberaubender Geschwindigkeit voranbewegt, aber jetzt ist es noch nicht der Übervater, der bedrohliche Monster. Die Umbrella Corporation oder ich weiß gar nicht, wie es bei Terminator, weißt du noch, wo die Maschinen dann alles übernommen haben. Ja? Sowas kann mit Sicherheit kommen. Ich würde es auch für logisch empfinden, dass eine künstliche Intelligenz den Menschen irgendwann als den Parasit sieht, der er auch ist. Ja? Denn das sind wir. Wir wissen auch, dass wir sind. Erst recht jetzt, wenn wir uns sagen, quasi, wir schaffen uns jetzt etwas, was irgendwann mal 1000 Mal intelligenter sein könnte als wir und einfach uns loswerden möchte. Irgendwie naheliegend eigentlich dann, dass wir dann der Bremsklotz wären, um diese Entwicklung für eine KI vielleicht weiterzutreiben. Ja? In der Chartanalyse, es gibt bereits automatische Elliott Wave Charting Programme. Ich kann ja nur von dem sprechen, was es bisher ist. Und die sind einfach lame, um mal bei der Jugendsprache zu bleiben. Ja, das ist einfach ein automatisches Charting. Und oftmals ist es wie ein Violinist, ja, der eine Stradivari hat. Das ist zwar eine tolle Geige, wenn ich jetzt aber einen Profi und einen Anfänger dran stelle und ich gebe denen ein wunderbares Instrument, dann kann der eine damit eine schöne Melodie spielen und der andere kann es nicht. Warum? Weil ich wissen muss, wie ich es nutze. Mhm. Und bei der Elliott Wave Chart-Analyse-Methodik ist es genauso. Wenn ich einen sehr erfahrenen Analysten benenne, dann erkennt der Muster, der sagt, oh, das ist ein Bereich, hier könnte es zur Trendwende kommen. Und dadurch wird die Qualität geschaffen der Analyse. Und ein System geht eben nach einer gewissen Logik vor und sagt, okay, das ist jetzt diese Wellenzählung und diese Wellenzählung. Noch ist das so, ja. Frag mich mal in einem Jahr, ob es da vielleicht anders aussehen würde. Aktuell ist die menschliche Arbeit hier noch vorne. Ja. Vielleicht will man ganz kurz einen Ausflug in das Thema Chartanalyse Elliott Wave noch machen, weil das interessiert vielleicht auch den einen oder anderen Zuschauer unseres Kanals, der sehr aktienaffin ist und so weiter. Timing ist ja immer ein Riesenthema an der Börse, kriegt gefühlt keiner richtig hin. Und es ist auch eine der ersten Fragen gewesen, da kann ich mich dran erinnern, als wir vor einigen Jahren das erste Telefonat führten. Ich habe dich einfach mal angerufen, hatte ein paar Fragen, weil ich einfach ein paar Sachen nicht verstanden habe. War das, und ich weiß, dass es viele Aktienanleger interessiert, die sich mit Elliott Wave und so weiter beschäftigen, wenn wir diese übergeordneten Zyklen haben, in denen sich eine Aktie oder ein Markt befindet, demgegenüber stehen dann Ereignisse, beispielsweise
politische Ereignisse wie jetzt 9/11 damals oder wie ein Ukraine-Krieg oder sonst irgendwas. Wie würdest du das sagen? Also ich erinnere mich, korrigiere mich, wenn ich das falsch wiedergebe. Du hattest damals gesagt, okay, so ein Ereignis zum Beispiel wie 9/11, der kann diese Energie, die so eine Elliott Wave hat, zwar kurzfristig torpedieren, wird sie aber langfristig nicht am Anstieg oder irgendetwas hindern. Wie ist das zu sehen, die Elliott Wave versus zum Beispiel geopolitischen Ereignissen oder auch fundamentalen Daten von Unternehmen, die jetzt Verluste fahren oder auf einmal Gewinne gemacht haben, wo ja viele Analysten einfach das als Triggerpunkt auch ausmachen, warum Kurse steigen oder fallen? Ja. Elliott Wave ist nur eine Methodik, ein Instrument. Ja, da sind wir wieder wie bei der Geige beispielsweise, ist ein Instrument. Und je nachdem, wie ich in der Lage bin, dieses Instrument zu bespielen, desto bessere oder schlechtere Ergebnisse werde ich haben. Wir gehen in dieser Methodik davon aus, dass fundamentale Ereignisse, Medienereignisse, ein Flugzeug stürzt ab, Donald Trump sagt irgendwas, irgendetwas passiert gerade, sorgt für erhöhte Volatilität am Markt, also eine erhöhte Schwankungsbreite der Kurse. Aber es ändert nicht nachhaltig den unterliegenden Trend in den Zyklus, in dem sich dieser Markt bewegt. Und das ist etwas, von dem wir uns grundsätzlich unterscheiden von anderen Analysemethoden, die eben davon ausgehen, dass es die Nachrichtenlage, das Medienereignis selbst ist, das die Bewegung bringt, dass das der Grund selbst ist und wir sagen, nein, es gibt da nicht. Also die Nachrichten machen die Kurse sozusagen. Richtig, es wird normalerweise gesagt, die Nachrichten machen die Kurse. Wir sagen, die Kurse machen die Nachrichten. Warum? Weil ein Mensch sucht sich immer irgendein Ereignis, um es logisch verarbeiten zu können in seinem Hirn, um sich nachher rechtfertigen zu können, warum das jetzt so gekommen ist. Und ich werde immer im Streben danach, einen Grund zu finden, werde ich immer mir irgendein Ereignis raussuchen können, mit dem ich mir nachher rechtfertigen kann, warum das jetzt so gekommen ist. An Beginn dieser Erde, ja, gibt es Wetterzyklen. Ich meine, auch diese sind nicht beeinflussbar durch den Mensch. Ja. Da hatte ich jetzt erst mit Professor Dr. Lüdecke, der sehr stark darin forscht, der das absolut bestätigt hat, aber ein ganz anderes Thema. Ich möchte trotzdem wieder Wetter und Kurse, so unterschiedlich ist das gar nicht. Alles auf dieser Welt ist zyklischer Natur. Es gibt Aufwärts-, es gibt Abwärtsbewegungen, fundamentale Ereignisse, Unternehmenskennzahlen, Dinge, die einfach passieren, die Zinsen werden angehoben oder gesenkt, die können eine Bewegung, die ohnehin bereits am Laufen ist, weiter antreiben oder auch zu einer Trendwende führen, aber erst, wenn dieser Zyklus zu Ende ist. Das heißt, wir denken vielleicht, weil die Deutsche Bank als Beispiel jetzt schlechte Zahlen schreibt, deswegen fällt die jetzt aktuell gerade. Wenn wir es uns dann aber wirklich anschauen, dann ist das nur ein Katalysator gewesen für eine Wende, welche sich davor schon ergeben hatte. Also sprich, diese Abwärtsbewegung war schon viel, viel länger. Die letzten 20% waren jetzt eben diese Meldung, die hat die Volatilität nochmal erhöht. Aber sie sind nicht der eigentliche Urheber für diese Bewegung. Die Urheber sind zyklischer Natur und diese zyklische Natur ist berechenbar, weil alles auf dieser Welt auf Mathematik fußt und diese Mathematik, wie eben alles andere auch, ist durch gewisse Muster zu erkennen und zu berechnen. Wie hoch liegt da eure Prognosefähigkeit bei den einzelnen Indizes oder Rohstoffen oder was ihr alles analysiert? Das ist unterschiedlich. Man müsste das auch lange zyklisch betrachten, aber um hier nicht auszuweichen, eine klare Antwort zu geben, bei ca. 70%. Das heißt, wenn wir uns 10 Szenarien anschauen, und wir arbeiten ja mit Zielbereichen, ja, wir sagen, das ist ein Zielbereich oder ein Trendwendebereich, wir geben den an und sagen, wenn der Markt diesen Bereich erreicht, dann kann man dort entweder einsteigen, um zu investieren auf eine Long-Position, also auf steigende Kurse oder eben auf fallende Kurse, das wäre dann eine Short-Position. Warum? Weil der Markt eine Trendwende ausbaut in diesen Bereichen. Und wenn wir 10 setzen von diesen Bereichen, dann liegen wir im Schnitt sogar 7-mal richtig und 3-mal wird dieses Ding durchschlagen. Also es ist eine Fehlprognose, eine Fehlberechnung gewesen und daraus ergeben sich dann ungefähr 70%. Gut, weitere Infos dazu gibt es unter www.hkcmmanagement.de für diejenigen, die das interessiert. Wir sind so langsam aber sicher am Ende unseres Interviews angekommen, Philipp. Die Zeit ist oben, verging wie im Flug. Vielen Dank für das Gespräch. Und weiterhin viel Erfolg. Sehr gerne, hat mich auch gefreut. Danke.